Hallo, liebe Spieleflutsurfer. Eine neue Folge Alien Breed Assault in Klammern Alien Breed 2 steht an. Der Amano freut sich schon und dreht hier munter seine Kreise. Hallo! Yeah! Hallo, liebe Spieleflutsurfer. Der Amano ist auch da. Oh, der Zwiebelpeter dreht sich schneller als ich. Ja, was ist denn so lustig, Nashira? Nashira! Was ist denn so lustig? Weiß ich, irgendwas ist lustig. Erscheint so. Ich weiß nicht. Irgendwas war jetzt wahnsinnig lustig. Kannst du nochmal ins Mikro quietschen? Vielleicht ins Mikro quietschen? Nein? Okay, dann nicht. Sehr schön. Ja, wir sind da und gehen jetzt raus. Genau. Tschüss. Level 3, Kaserne. Und wir haben gerade erfreut festgestellt, dass wir 200 Schuss mehr Munition haben. Und eine Shotgun direkt von Anfang an dabei. Und direkt eine Shotgun, aber genau wie und der ich gute... Ich habe vermutet, dass es jetzt hier im ersten Raum direkt deswegen abgehen wird. Und ich würde sagen, gar nicht so doof vermutet. Nein, in der Tat. Weil ich bleibe jetzt hier auch auf Dauerfeuer gerade irgendwie und ja. Jetzt kommen wieder diese Mistviecher hier. Diese. Alter. Hier müssten irgendwo Pots sein. Ich weiß nicht. Rauskommen. Da habe ich einen erwischt. Ja. Okay. So, okay. Ich hatte mal 600 Schuss. Wie war es jetzt noch? 194. Krass, ich hab noch 250. Ja, siehst du mal. Tja, effizienter. Ja. Dann nimm dir mal das Sturmgewehr hier oben, was hier nämlich liegt. Dann liegt wahrscheinlich daran, dass ich die ganzen Pots mache. Haha. Haha, die kannst du mit der Hand machen. Hier, gucke. Nein, dann traue ich mich nicht ran. Achso, Fernkämpfer. Halt, dann lass mich den machen. Ach, so, siehst du? Ich überwinde meine Angst. Das ist gut. Angstbewältigung, indem man sich ihr stellt. Sehr gut. Schleuderkanone und den Pott. Smash it. Er hat ihn gesehen. Oh, ich ja. Ich loote dann nochmal zum zweiten Mal die Leiche. Ja, mach mal. Ja, hab ich schon. Doppelt hält besser. Oh, ein Sturmgewehr? Da ist noch ein Pott. Was? Nee, wo? Nicht. Nein. Nein, Scheißpott. Scheißpott. Smash. Irgendwo muss hier noch einer sein. Ja, die kommt schon aus dem nächsten Raum. Stimmt. Ich glaube, das war's hier, ne? Ja, glaube ich auch. So, oh, Schleuderkanone? Ja, Schleuderkanone. Geil! Oh, siehst du? Jetzt treff den blöden Pott nicht! Macht nix. Immer diese, dass die gleich, weißt du, aua, die kommen gleich immer im Dutzend an. Ja, wir sind wahrscheinlich eine größere Gefahr als Conrad. Das kann natürlich sein. Wobei, wenn ihr euch das Let's Play zu Teil 2 anguckt von mir, dann werdet ihr sehen, dass Conrad eine wirkliche Gefahr ist. Allein! Haha! Conrad ist. Oder so. Natürlich, Conrad ist. Ne? Conrad ist Arnold. Aber ich wollte es gerade sagen. Ist der Arnold der. Wie sagt man? Hast du dich noch nicht aufgeräumt? Komm, ich kann mal wieder helfen. Ist der Arnold der Spaceships hier so. Ich war gerade irgendwie so auf Space Crusader, aber das ist ja falsche Baustelle. Dann nimmst du die, dann nehme ich die andere. Handeln auf dem Boden. Genau. Die Hanteln haben in Teil 2 für, ich spoiler jetzt mal, die Hanteln haben bei mir in Teil 2 für so einen krassen Glitch gesorgt, dass ich ein komplettes Level neu starten muss. Echt, bist du schon wieder irgendwo hängen geblieben? Mhm. Soll ich erzählen? Na, mach ruhig. Man kann es aber dann sehen. Na egal, dann spoiler ich mal. Nein, das ist jetzt noch nicht so schlimm. Dann musst du entscheiden. Nee, das kann ich spoilern. Okay. Und zwar, ist es halt so, du kommst bei Teil 2 in, hier da, siehst du diese langen Hanteln? Ja. Du kommst bei Teil 2 in einen Raum. Halt ähnlich wie hier, so ein Sportraum. Und dann explodiert das Schiff und die Langhantel rollt von rechts nach links durch den Raum. Du bist hängen geblieben. Und ich bin gelaufen, ganz normal so. Und dann kam die halt angerollt und hat mich eingeklemmt. Zwischen so einer, ja, keine Ahnung, so einem Gerüst oder so einem Bett oder so. Und dann war rechts die Hantel. Und die Hantel hatte halt, oder das Spiel ging davon aus, dass niemand dazwischen steht. Ja. Aber ich stand halt da. Und dann ging die nicht mehr weg. Unser Spiel bietet ja auch eben leider keine Möglichkeit des Springens und somit, Nee. Ja. Da war dann Schluss. Ist dann Ende. Da ist durch. Ah, da können wir durch. Ah, da musste ich komplett neu starten. Das war nicht so schön. Ja, das ist immer ätzend, sowas, ja. Okay. Ich mal oben. Versuch's zumindest. Aua, was ist hier jetzt? Geht doch mal nach Hause, ey. Das Problem ist, das Schiff ist deren Zuhause. Aber eigentlich geht ja auch nicht. Die müssen ja eigentlich auch irgendwo anders hergekommen sein. Das stimmt, da hast du recht.
Also irgendwo guck, eingeschleppt oder so. Den Pott nicht im Nahkampf kaputt. Echt nicht? Dafür. Nein. Jetzt. Fünfter Versuch. Warum bin ich eigentlich schon wieder gleich tot? Weil du ganz viel Schaden genommen hast. Ja, das scheint so. Yay, yeah, ich habe einen Pott im Nahkampf zerstört. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Mann. Gibt's ein Achievement dafür? Oh, jetzt nehme ich mir mal die Rüstung. Ich bin so der Pott-Nahkampfzerstörer. Hier mache ich jetzt keinen Nahkampf. Nicht? Warum eigentlich nicht? Nee. So, glaub's reicht. Oh so, von 24 Gott. Schuss in meiner Schrotflinte habe ich jetzt noch 8 übrig nach diesem Durchgang. Ja, es geht doch eigentlich noch. Eigentlich viel zu viel, meinst du, ne? Ja, nee. Moment mal. Nicht so, ja, nee. Aber es geht noch. Wie kommen wir denn da? Ja, aber wie kommen wir denn da rein? Da, durch die Tür von der anderen Seite. Von der anderen Seite, ja. Jojo. Vorsicht, Strom. Aha, Strom, Vorsicht, Loch, Alien. Achso, Alien. Ja. Kann ihn nicht schießen. Machst du schon. Ja, aber ich bin jetzt vielleicht out of ammo. Ja, jetzt. So, jetzt habe ich noch meine Pistole. Und danach bin ich hier. Danach ist jetzt Banane hier. Ich habe jetzt nur noch meine Pistole, ja. Banane auch noch. Banane. Oh, Schleuderkanone. Look at this. Look at so much credits. 200 yeah. Kredite. Da ist Schluss, glaube ich. Precious. Damn precious. My precious 200 credits. Ja. Wir sind so reich. Was ist denn hier eigentlich? Kommen wir hier durch? Ja. Und ist hier was? Ach nee, da waren ja die Langhanteln hier. Achso. Okay, und hier? Da müssen wir ja ganz außen rum. Ja, genau. Der andere Raum. Das ist ja, glaube ich, der Raum, wo auch die Gatling liegt. Ja, du hast recht, genau. Ich bin ja nachher Macarena, also sowas. Was, Macarena? Ich nehme mir mal das Medipack. Macarena spielen die. Ja, mach das mal, während ich... Ach, da draußen bei deinem komischen Festival. Ja, nenn ich ja auf dem Schiff. Wollte schon sagen. Kala, geht, hallo, ich bin eingeklemmt, geht weg, eingeklemmt. Ich bin tot, ich bin gleich tot, ich bin bestimmt gleich tot. Nein, das ist scheiße, weil ich bin auch gleich tot. Ah, das ist gar nicht gut. Junge. Nein. Alter, was ist das denn? Die nehmen dich hier in die Zange, wie blöd. Ich hatte 2 Medikits. Du hattest 2 Medikits? Ja, okay. Aber sonst Gott sei Dank. Warum schieße ich ja nicht die ganze Zeit? Wow, das war ein bisschen sehr heftig. Ja, fand ich auch. Weil die halt auch nicht wirklich so in Etappen kommen, sondern echt immer alle mit einmal. Ja. So unfair. Ja, ich... Ja. Okay. Ich kann die hier leider nur ankratzen. Mehr kann ich nicht. Kann es sein, dass dieses Level ein bisschen schwieriger ist? Was Sie hören? Also ich bin so gut wie tot. Und keine Medikits und so. Keine Medikits? Ich habe einen habe ich noch. Also. Geil, der Tour. Wetten, dass der gleich online geht? Gegen uns natürlich? Natürlich. Ja, nee, ist klar. Geh mal weg, Junge. Geh doch mal weg. Ich hab nur noch meine scheiß Pistole. Sorry, dass ich gerade so sprachlos bin, aber ich will echt nicht sterben, weil wenn ich jetzt hier sterbe und Siedelpeter nur seine Pistole hat, ja. Dann ist es ziemlich vorbei. Dann können wir das Ganze... Gut, wir sind zum Glück bei diesem Level noch nicht so weit gekommen, aber trotzdem... Ja, das war's. Ich liege. Nein, Mann! Doch. Lass sie nicht umzingeln. Okay. Ja, sie gerade umzingeln. Es keine Chance. Nein, Silvia, ist da. Unser erster wirklicher Tod. Ja, in der Tat. In der Tat? Verdammt nochmal. Umschalten bereit, würde ich sagen. Umschalten bereit, ja. Einmal toggle ready und vielleicht konzentriert er nochmal, wa? Mann. Müssen wir jetzt. Heftig. Okay. Obwohl, okay. Zu unkonzentriert lag es eigentlich jetzt gar nicht. Wir sind einfach. Es war einfach zu viel. Zu wenig Waffen.
oder Munition, zu viele Gegner. Ganz einfach. Ja, schön zusammengefasst. Und das hat uns jetzt hier so das Genick gebrochen. Oh, lass mich doch in Ruhe. Oh, verpiss dich hier, Scheißding. Deine Mutter. Ja, deine Mutter, deine Mutter. Deine Mutter war ein Alien, Mann. Deine Mutter ist ein Pott. Ein Scheißpott. Genau. So, damit du mal Bescheid weißt. Da oben ja? Ist noch einer irgendwie. Deine Mutter ist ein Scheißpott. Da hängt er. Dreckzack. Scheißpott. Oh, noch mehr? Noch einer eigentlich? Weil das kann. Das könnte sein. So, was haben wir jetzt hier drin? Vielleicht doch ab und zu mal mit Granaten arbeiten. Hm, meinst du? Weiß nicht. Denk an die Pots, Mensch. Ah, Entschuldige, Fisch. Bitte. Ja, tut mir leid. Tut's dir nicht, hinter dir ist ein Pot. Siehst du, tut's dir nicht. Immerhin habe ich noch gesehen. Ja, weil ich geschrieben habe. Grummel, 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 hier ist noch ein Pot. Ich habe einen Pot entdeckt. Jawohl. Nimm dir mal das Geld. Mach ich, zu Befehl. Nee. Ja, ist doch noch ein Pot, oder? Da. Ah. Yo. Yeah! Techno läuft hier draußen gerade. Wenn du das hören würdest, würde dein kleines authentisches Herzchen aufgehen. Na, Mensch. Ich habe nämlich gestern erfahren, dass du so ein kleiner Techno-Hase bist. Ich? Ja, klar. Warst, zumindest. Wieso warst? Oder immer noch bist. Immer noch. Ach, mit sowas spiele ich. Bah. Also, ich habe ja? ein sehr breit gefächertes Musikgeschmack. Ja, auch. Nee, aber wenn ich jetzt so am liebsten oder so unterwegs bin oder so, irgendwie ist doch der elektronische Sektor meiner. Ganz klar. Und das eben auch gewachsen innerhalb der Jahre. Ja. Ganz klar. Ich verdamme dich deswegen nicht. Das finde ich sehr, sehr gut von dir. Tolerant war das Wort, was du suchtest. Ich finde es sehr tolerant, dass du es tolerierst. Ja. Mir wird so blümerant, weil du so tolerant bist. Jetzt ist wieder Karlauer Zeit hier. Karlauer. Das ist ein Bayer, ne? Karlauer. Okay, ja. Ja. Hätte lustig sein können. Der ist jetzt nicht besser geworden dadurch. Naja. So schlecht, oder? Naja, okay. Das ist in Anbetracht der Situation. Genau. Bin ich aber auch. Oh Mann, ey, jetzt kommen da schon wieder mehr von diesen Witzern. Ah, oh, verdammt, ich dachte, ihr kommt hier nicht durch. Doch, die kommen überall durch. Du schon noch weiß. Weißt du, am schlimmsten finde ich immer... Da. Das gibt's doch nicht. Weißt du was? Die scheiß Kamera hat sich von allein gedreht, weil die dich wieder auf sich... Die Kamera wollte sich auf dich einpendeln. So auf mich? Scheiße. Ja, lauf doch mal vor und guck mal was... Ne? Das ist doch so, dass manchmal die Kamera sich so einpendelt und... Ach, alles Kacke halt. Ja. Nein. Ach, du weißt doch, was ich meine. Ja. Ja. Nein. Na was denn nu? Nein. Scheißpott. Er redet will. Nein. Ja. Pott. Uah. Amok. So. Na. Junge, schieß Alter, doch mal. Was macht denn dieser Idiot? Wieso wechselt der denn die Waffen? Weil du leer bist. Ja, aber wieso wechselt er denn dann... Nee, ich habe noch 40 Schuss in meiner Schrotflinte. Wieso wechselt er denn dann auch wieder zurück aufs Sturmgewehr? Leck mich doch, echt. Ich weiß doch sowas nicht. Boah. Habe ich eben schön mit meiner leeren Wumme in der Hand da gestanden. Immer so klick, 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 klick. Puh, das hat jetzt gerade bei mir richtig viel gekostet. Ich lass mich mal töten von dem. Ach so, sag das doch. Bei dir auch? Nein. Ich wusste noch nicht, was du vorhast. Ach so, ja, ich habe mich jetzt mal bewusst töten lassen, weil ich hier quasi letztes Loch gepfiffen und so. So.
Dann sind wir wieder da. Apropos wieder da, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt 15 Minuten. Ey, echt, ja? Ja. Oh, kommt mir länger vor. Ja, mir auch, aber es ist... Wir haben durchaus noch Zeit. Und zwar nämlich sind wir jetzt dann gleich an der Stelle, wo wir gerade eben dann schon mal gestorben sind. Warum wechselt er denn? Er hat schon wieder bei mir... Ey, sag mal, das Ding buggt? Ich bin tot. Sofort im Arsch. Lad nach! Lad doch einfach nach! Ich schieße mit meiner Schrotflinte und er wechselt zurück zum leeren Sturmgewehr. Okay. Das sollte so nicht sein. Hä? Und ich habe mir jetzt durch die Frag-Granate mal meine komplette Rüstung... Es tut mir leid, ich muss jetzt hier mal in der Aufnahme mal kurz in die Option rein, in die Steuerung. Nicht, dass jetzt hier irgendwie auf einmal das Schießen hier sich geändert hat. Nächste Waffe? Wo kann man denn hier schießen? Waffe abfeuern, linker Mausklick. So. So, ich gehe jetzt auf meine Schrotflinte und drücke links, ja. Und er wechselt wieder zurück auf die... Er wechselt mir die... Ich seh's. Hast du denn da noch Munition drin? Nein. Und wenn du da... Ja, klick, 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 ich hör's, leer. Das war mein... Ja, und wenn ich jetzt... Jetzt habe ich die Schrotflinte in der Hand und ich drücke jetzt links und er wechselt die Waffe. Dann nimm mal die Schrotflinte in die Hand und wechsel mal mit dem Mausrad. Habe ich ja. Also jetzt habe ich... Ich wechsle ja mit dem Mausrad. Also so. Ich kann nur mit dem Mausrad. Jetzt habe ich die Pistole in der Hand. Ja, so. Und was passiert von der Pistole? Er wechselt sofort zum Sturmgewehr. Von der Pistole auch? Ja. Ja, dann bist du jetzt verbuggt. Was ist das denn? Keine Ahnung. Warte mal. Hängt dein Mausrad fest an der mittleren Maustaste, dass sie für immer wechselt oder so? Nein. Hast du die jetzt scroll ich durch. Festgestellt? Jetzt scroll ich durch mit dem Mausrad. Hängt irgendeine andere Taste, Caps Lock oder so? Nö. Mhm. Ja, wenn du jetzt tatsächlich immer wieder auf das leere Sturmgewehr wechselst, dann bist du in der Tat verbuggt, dann müsstest du vielleicht mal versuchen zu reloggen. Ich weiß nicht, ob ich dich dann wieder einladen kann, ansonsten müssen wir halt von vorne wieder anfangen, keine Ahnung. Aber so geht's ja nicht, so können wir ja nicht weiterspielen. Ich kann ja mal, dann wollen wir mal leider sagen, dass die Folge hier zu Ende ist. Genau, wir machen jetzt hier einen Cut bei der Folge und gucken, dass wir CDU-Peter entbuggt bekommen. Genau. Ansonsten steigen wir hier wieder ein. Genau, es sind nämlich jetzt eh schon 18 Minuten rum, also von daher ja, ist das dann die Bug-Folge. Genau. Wir backen uns einen Bug. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank und beim nächsten Mal hoffentlich wieder ein entbuggter CDU-Peter. Mit vereinten Kräften dann hoffentlich wieder. Genau, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Bis dahin, Leute. Tschüss. Tschüss.